Während es draußen schneit, stürmig ist und vor allen Dingen der ein oder andere Orkan aufzieht, ja, meine Damen und Herren, da ist es im Handelssaal aktuell noch relativ still. Und damit herzlich willkommen zu Micknaufs Deli im neuen Jahr. Darf ich Ihnen direkt auch direkt ein erfolgreiches, ein gesegnetes, aber vor allen Dingen auch ein Jahr mit guten Kursen wünschen. Ja, das haben wir ja letztes Jahr schon gehabt. Der DAX auf Jahressicht 2017, ja, ist sehr gut gelaufen. 12,5%. Und damit hätten die wenigsten Analysten und Marktkenner tatsächlich gerechnet. Ich persönlich bin relativ glücklich. Sie kennen ja meinen Micknauf-Exklusivbrief. Ich habe ja dort für Sie tatsächlich mal ein Portfolio zusammengestellt Anfang des Jahres. Und damit habe ich immerhin einen Anlageerfolg über 11% fürs Jahr 2017 herausgeholt. Also alle die, die mir dort gefolgt sind, die haben dementsprechend auch tatsächlich Gewinne machen können. Und das ist mir natürlich ganz klar wichtig. Aber das Jahr 2017 ist natürlich jetzt abgehakt. Jetzt müssen wir natürlich weitermachen. Jetzt das Jahr 2018. Viele Fragen sind da natürlich offen. Wie könnte es weitergehen? Wo steht der DAX Ende des Jahres 2018? Was ist an Performance zu erwarten? Ja, ich habe bei den Bankern, bei den Analysten, bei den Händlern, bei den Maklern natürlich nachgefragt im Handelssaal unter mir. Ja, und da ist man tatsächlich der Meinung, klar, wir könnten weiter steigende Kurse sehen. Wir haben ja schon Analysen von Banken vorliegen, die den DAX tatsächlich über der Marke von 14.000 bei 14.200, 14.500 bis Jahresende tatsächlich sehen. Gut, ob es so kommt, das wissen wir alle nicht. Wir haben alle keine Glaskugel. Gewissheit kann man nie haben, aber es wird natürlich immer wieder Kaufgelegenheiten geben. Ja, aktuell zur Stunde liegen wir da etwas leichter. Der DAX kommt noch nicht so richtig vom Fleck. Wir liegen aktuell bei 12.930 in etwa, haben einen leichten Aufschlag, 0,5% oder 60 Punkte. Wir werden allerdings auch in den letzten Tagen, das war die letzten Tage vor Weihnachten im alten Jahr auch so, ausgebremst. Der Euro zum US-Dollar stark, 1,2050. Und das ist klar, dass das natürlich den Aktienmarkt auf der anderen Seite natürlich auch ein wenig schwächt. Der Goldpreis deswegen auf der anderen Seite allerdings nach oben gelaufen, müssen wir sagen, über der Marke von 1.314 heute früh für die Feinunzier. Gold ist übrigens dann sowieso relativ viel gekauft worden im letzten Jahr 2017. Vor allen Dingen der Börsenbetreiber, die Deutsche Börse AG, hat davon massiv profitieren können. Also die haben praktisch 50% mehr eingelagert in ihren Tresoren. Mittlerweile 6,1 Milliarden Euro, 175 Tonnen Gold, die da eingelagert werden für die Kunden. Also da hat man ordentlich Gold abverkauft. Aber wir wissen ja, Gold ist ja meiner Meinung nach tatsächlich eher eine Glaubensfrage. Ich schaue mir da trotzdem mal lieber den DAX an. Ja, und der DAX hat durchaus Potenzial, denn das Jahr 2018 wird nach wie vor im Zeichen der Nullzinspolitik stehen von Mario Draghi. Auch wenn wir von verschiedenen EZB-Mitgliedern hören, dass die das Anleiheankaufprogramm in diesem Jahr noch sukzessiv zurückfahren wollen, eventuell sogar gegen Null. Aber es wird nie mehr als Nullzinsen im Jahr 2018 auf den Sparbüchern und bei den Banken geben. Und da wundert es mich doch immer sehr, wenn ich dann Schlagzeilen lesen muss, wie fleißig die Deutschen doch sparen. Ja, wozu denn sparen, wo sie tatsächlich ja nichts für ihr Geld bekommen, ihr Geld nicht arbeiten kann, sie ihr Geld auch nicht arbeiten lassen, indem sie es halt eben bei den Banken parken. Nein, wenn sie tatsächlich Rendite haben wollen, da kommen sie de facto am Aktienmarkt natürlich nicht vorbei. Naja gut, und bevor es mal die erste Zinserhöhung gibt, das kann locker das Jahr 2019 werden und dann wahrscheinlich auch nur kommod. Das heißt also, das Geld, das Thema Inflation frisst ihnen auch noch Geld weg. Das heißt also de facto, wie gesagt, der Aktienmarkt ist und bleibt als Sachwert die Aktie für sie letztlich unerbehrlich, um halt eben ihr Vermögen zu schützen, um es aufzubauen, um dann mehr daraus zu machen. Die EZB werden wir natürlich dieses Jahr ganz klar im Auge behalten, aber natürlich auch die Federal Reserve, die Fed in Amerika. Ja, da haben wir ja ab diesem Jahr einen neuen Fed-Chef mit Jerome Powell, der ja Janet Yellen ablöst.
ablöst. Ja, und da werden wir heute Abend mal das Sitzungsprotokoll, die sogenannten Notes, zu lesen bekommen. Und da will man natürlich herausfinden, ja, wie, in welchen Abständen wollen die Amerikaner denn tatsächlich ihre Zinsen erhöhen. Drei kleine Schritte sind eigentlich für dieses Jahr ausgemacht, also fast schon in den Kursen eingepreist. Kann man nur hoffen, dass es dabei de facto dann auch bleibt, weil die amerikanischen Börsen sind ja ganz hervorragend gelaufen im Jahr 2017, haben ja tatsächlich den DAX auch outperformt, alleine der Dow über 20% Kurs plus, die Nasdaq sogar noch etwas mehr, die Technologiebörse in den Vereinigten Staaten, also dementsprechend auch immer wieder mal einen Blick in die USA auf Einzelaktien schicken. Ja, ansonsten ist die Nachrichtenlage aktuell noch relativ dünn, klar, es ist die erste Woche im neuen Jahr, da muss der Motor zuerst einmal natürlich anlaufen, warm laufen. Viele Marktteilnehmer sind noch gar nicht vor Ort, haben ihre Bücher dementsprechend noch nicht geöffnet, noch nicht auf Einkaufstour gewesen. Das werden wir dementsprechend erst nächste Woche sehen, wenn dann halt eben tatsächlich alle Marktteilnehmer, alle Fonds, alle Pensionskassen wieder an Bord sind und somit natürlich auch mit mehr Volumen zu rechnen ist. Also in diesem Sinne, wir halten Sie, ich halte Sie auf dem Laufenden und wie gesagt, Sie bekommen ja jede Menge zu lesen, immer durch meinen Mitknauf exklusiv. Also bleiben Sie mir jetzt zuerst einmal gesund im neuen Jahr. Denken Sie an Ihr Vermögen, denken Sie an Ihr Geld und wie gesagt, denken Sie da vor allen Dingen.